Hallo und willkommen zurück hier zu Randall's Monday. So, ich weiß inzwischen schon wieder gar nicht mehr, was wir als letztes getrieben haben. Was haben wir denn hier? Wir haben Kondome, wir haben eine Wasserpistole. Ach ja, wir haben den Jungen und so weiter. Und ein Maßband? Da muss nicht. Dafür ist. Ja, keine Ahnung, was wir jetzt. Ich bin gerade mal. Ich muss erstmal über. Muss mal wieder reinkommen. Ist nämlich schon ein paar Tage her. Ich würde sagen, wir gehen erstmal zur U-Bahn. Und dann vielleicht nach Hause. Und. Ach ja. So sah das hier aus. Stimmt ja. Okay, gut. Wir gehen aber mal nach Hause. Ach nein, wir können nicht nach Hause. Alles klar. Stimmt ja. Verdammt. Ach ja. Ich erinnere mich. Der Alte. Der hat doch den Ring geklaut. Den wir brauchen. Und der Matt sitzt zu Hause und wartet darauf, dass wir den Ring vorbeibringen. So, dann gehen wir jetzt mal. Dann gehe ich jetzt noch mal zu dem Alten. Denn ich weiß schon gar nicht mehr, was ich hier alles gemacht habe. Ach ja, er da. So. Das bringt nichts. Das Einzige, was ich aus dem rauskriege, sind nur noch mehr Elektroschocks. Ja, aber wir haben doch, kann ich ihn mit Gummis anfassen? Dann kriege ich keinen Schock. Das macht keinen. Ach, warte mal. Was ist denn, wenn ich ihn mit Wasser vollspritze? Ist das nicht schädlich? Bei Elektrizität? Ja. Was ist das, Junge? Willst du mir dein neues Spielzeug zeigen? Ja, und ich werde dich sehr bald grillen. Aha. Verstehe. Und warum glaubst du, dass du das schaffen könntest? Weißt du noch? Mein Spielzeug? Hä? Das verschießt Wasser. Ah! Nein! Ich komme wieder! What? Hä? Ja, klar wirst du das. Alles gegrillter Penner, was? Ist der tot? Oh, der Ring. Komm zu Papa. Endlich habe ich dich, du Fieser. Jetzt muss ich nur noch. Warte mal. Ich weiß nicht, was ich als nächstes machen soll. Ich hoffe, ich muss den nur zurück im Metzgeldbeutel tun und mich dann dumm stellen, damit alles wieder normal wird. Wenn ich den allerdings in einen Vulkan am anderen Ende der Welt werfen muss, schmeiße ich ihn lieber gleich hier weg. Ich würde sagen, wir gehen zu Matt. Randall! Mein Gott, was ist passiert? Matt! Matt ist tot! Er hat oh sich nein. mit der Schere in den Kopf gestochen und hat sie dann so oh lange nein. umgerührt, bis... Okay, den Rest will ich gar nicht hören. Warum tut jemand nur sowas? Ich bin so alleine! Ich weiß nicht, was ich ohne ihn anfangen soll! Oh Mann, tut mir leid, ich wollte gerade... Bist du beschäftigt oder so? Tja... Was? Ja, Ich brauche jetzt einen guten Freund, Randall. Bitte! Was? Okay, in Ordnung. Wo bist du gerade? Bin gerade im Claytons angekommen. Okay, ich bin in der Nähe. Bin gleich da. Ich bin in der Nähe. Okay. Ich warte... Können wir jetzt nicht einfach, soll ich jetzt direkt hier rein, oder? Soll ich, okay. Sieh mal einer an. Wenn das nicht der berühmte Mr. Hicks ist. Woher kennt er mich? Können was Sie schreiben, wie Sie wollen. Sie kriegen keine Autogrammkarte von mir. Genauso verachtenswert, wie ich gedacht hatte. Hä? Weißt du, in der Recycling-Richtlinie steht, dass man Müll trennen soll. Aber ich sehe, dass du und Miss Thompson lieber zusammen sind. Was zum Geier wollen Sie damit sagen?
Ich will nicht, ich tue es. Die Leiche von deinem Freund ist noch warm und dir fällt nichts Besseres ein, als seine Freundin auf ein paar Drinks einzuladen? What? Du bist Abschaum. Er ist noch nicht mal 2 Stunden tot und ihr telefoniert euch hier zusammen und feiert schön. Seid beim nächsten Mal vielleicht etwas diskreter, ja? Und merkt dir meine Worte. Ich krieg dich. So oder so. Ich bring dich hinter Gitter. Verstehst du? Was? Ich kann dich nicht ausstehen. Ich kann dein Gesicht nicht ausstehen. Ich muss dir dein Leben zur Qual machen. Das ist wie eine Sucht. Wissen Sie, ich glaube, Sie haben zu viel Zeit. Haben Sie keine Hobbys? Du bist mein Hobby, Junge. Du bist mein Hobby. Super. Ist das jetzt ein Kompliment? Ich habe nicht das geringste Interesse an einem Gespräch mit dem Typen. Der nervt. Du, guck mal, was ich hier habe. Das könnte zu Missverständnissen führen. Okay, soll ich jetzt direkt zu ihr? Ehrlich gesagt, würde ich mir das gern erstmal angucken. Ich sollte wirklich in die Bar gehen und mit Sally reden. Wir gehen in die Bar. Von hier aus kriege ich die nicht auf. Wieso kriegt er die jetzt? Wir kommen da immer rein und jetzt... Und dann? In die Jackentasche stecken? Was? Wir kommen immer durch die Tür. Jetzt geht's nicht. Was ist das denn für ein Mist? Das ist ja nicht zu fassen. So. Oh. Sally. Tja, ich weiß gar nicht, wie du dich fühlen musst. Nur ein bisschen schwindelig. Habe eigentlich nur 2 Drinks gehabt. Oder 3. Oder... Hey, bist du betrunken? Kann ich mitmachen? Na gut, mach nur. Was? Also, sie hat mich 3 Wochen nicht mehr angegrummelt. Nur weil ich ihn Eddie Monster genannt habe. Randall, bitte hör auf. Wenn ich noch ein Wort über diesen Mord überhören muss, werde ich ihn jagen und erschießen müssen. Tja, viel Glück dabei. Er sieht zwar echt doof aus, aber ist ein erfinderischer kleiner Drecksack, der Typ. Und deswegen brauche ich das Armband wieder. War das ein Armband? Aber warte mal. Habe ich das nicht schon zurück? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Habe ich? Was? Ich glaube, wir haben genug. Ja. Matt wäre stolz auf uns. Matt? Oh, scheiße. Hä? Ist das der Magnum Matic? Was? What the fuck? Oh nein. Was? Was ist passiert? Ach komm schon. Was ist denn hier los? Erinnerst du dich wirklich an gar nichts mehr? Mann, das war wirklich super romantisch. Was? Oh, scheiße. Wach auf, Randall, wach auf. Ist schon wie ein Traum, oder? Als du mir den Ring gegeben hast, dachte ich, du spinnst doch. Hä? Ich hab dir also den Ring gegeben? Ging alles ziemlich schnell. Ich kann immer noch nicht glauben, dass du gar nichts mehr weißt. Und was ist mit Matt? Ach, weißt du, das hatte eh alles keine Zukunft. Ich habe mir schon immer gewünscht, dass du mir einen Antrag machst. Was? War vielleicht nicht so nett, das vor seinen Augen zu machen, aber vielleicht ist es so das Beste. Vor seinen Augen? Ja, mit Matt, da mache ich mir so. Weißt du, Matt macht mir Sorgen. Matt? Warum? Muss ich das wirklich erklären? Oh,
Liebe kommt, Liebe geht. Sowas passiert jeden Tag. Sally, kennst du Matt wirklich so schlecht? Du weißt, wozu er fähig ist. Was soll der schon anstellen? Sich einfrieren? Matt ist ein Schwätzer. Randy ist ein Macher. Vielleicht nicht gleich einfrieren, aber irgendwas wird ihm schon einfallen. Du machst dir zu viele Sorgen. Aber dass dir deine Freunde so wichtig sind, ist echt süß von dir. Oh, was ist denn hier? Ey, das ist doch nicht dein... Was ist das denn jetzt hier für eine Wendung? Weißt du, der Ring, den du da trägst, das ist kein gewöhnlicher Ring. Ja, stimmt. Der ist wunderschön. Und ganz allein meiner. So glänzend. Glaub nicht, dass mir der Anblick je langweilig wird. Sally, du bist heute echt komisch. Ich glaube, der Ring verändert dich. Ja, logisch, Dummerchen. Das ist das Eheversprechen. Außerdem bin ich wegen der Hochzeit etwas nervös. Nein, im Ernst. Zieh den Ring lieber ab. Sehr witzig, Randy. Ich nehme den nicht ab. Das ist kein Witz, Sally. Nimm ihn ab, bitte. Nein und nochmals nein. Hör auf damit. Hochzeitsversprechen? Oh Gott, oh Gott. Hör zu, Sally, ich glaube, das ist ein Riesenmissverständnis. Ja klar, ich hatte ja ganz deutlich gesagt, dass ich wassermelonenrote und limettengrüne Kleider für meine Brautjungfern will. Nicht Erdbeere und Minzgrün. Aber das kommt schon mal vor. Ja. Übrigens musst du deinen Anzug anprobieren. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich dafür Zeit habe. Was soll das heißen? Ich muss mich um Millionen Sachen kümmern und du hilfst mir kein bisschen? Was? Natürlich nicht. Ich will doch nur, dass du deinen scheiß Anzug anprobierst. Ist das vielleicht zu viel verlangt? Okay, ich schau mal. Schon besser, Baby. Baby. Das wird ein wunderschönes Hochzeitsfest. Oh Gott, ja, ich glaub nicht. Ich glaub's nicht. Ich auch nicht so ganz. Ist schon irre, oder? Wir müssen anfangen, die Hochzeit zu planen. Oh, die Hochzeit. Ja, klar. Die Zeremonie, die Blumen, das Essen, die Musik, die Dekoration, den Pfarrer, die Flitterwochen. Wir müssen sofort anfangen. Was? Wir haben eine Menge zu tun und alles muss perfekt sein. Das ist der wichtigste Tag meines Lebens. Da darf nichts schiefgehen. Oh mein Gott. Ist bereits alles schiefgegangen. Was? Ach, Randy, sag doch nicht sowas. Randy? Echt jetzt? Randy? Hä? Jetzt werd nicht gleich so grummelig. Ich weiß, dass es dir gefällt. Ja, bin gleich wieder da, Süße. Okay, Süße. Aber verlassen Sie nicht das Land oder wir müssen Sie umlegen. Geht klar. Warum zum Geier sollte ich die Socke mitnehmen? Die bleibt schön da liegen. Warum zum Geier? Ich brauche nicht noch mehr Details über letzte Nacht. Warum nicht? Oh mein Gott. Na, das nenne ich ja mal ein Clusterfuck. Ein Clusterfuck? Ich muss Matt finden und ihm erklären, dass das nur ein Missverständnis ist. Ich glaube nicht, dass Matt das gefallen wird. Wir gucken mal rein. Wie hat er sich diesmal gemacht? Matt, wie er leibt und... naja. Verrückter terrorisiert die Nachbarschaft? Alles ruhig in der Stadt? Ach so, das sind die ganzen... Ach, jetzt raff ich das. Okay, also das ist die Zeitung von heute. Oh, hey, Mr. What the fuck? Was ist denn da los? Was ist denn hier los? Marconi? Was ist los, Junge? Du schaust, als hättest du mich noch nie gesehen. Naja. Oh Gott. Reiß dich zusammen, Junge. Du wirst schließlich mein Schwiegersohn. Was? Oh. Echt jetzt? Hören Sie. Was? Wegen der Miete, ich... Lass mal, mein Sohn. Jetzt, wo wir eine Familie sind, brauchst du dir um die Miete keine Sorgen mehr machen. Konzentrier dich mal ganz auf die Hochzeit. Das ist die Tochter von dem? Oder von ihr? Oder was?
Spricht mir aus der Seele. Ich glaube, mein Hirn kann das alles gar nicht richtig verarbeiten. Ach, du hast nur kalte Füße, Junge. Das ist normal. Sieh mal, es ist doch bloß der Anfang eines ganz neuen Lebens. Ich glaube, mein Brustkorb explodiert gleich. Mann, Hicks, dein Humor gefällt mir immer besser. Warte erst mal, bis du Sally den Kirchengang runterkommen siehst. Oh mein Gott. Ich feiere das gerade. Diese Wendung in dem Game jetzt gerade. Also damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Irgendwas ist anders an Ihnen, Mr. Mrs. Marconi. Oh, schönen Dank für die Blumen, mein Lieber. Neue Frisur, gefällt's dir? Klar, sieht scharf aus. Ich will an eurem großen Tag umwerfend aussehen. Na, das klappt ja schon mal. Mich haut's gleich aus den Socken. Haha, die frohe Erwartung bringt dich fast um, was? Oh ja, ich muss jetzt mal los, einen Anzug besorgen. Ich will richtig gut aussehen. Braver Junge. Eine Ehe ist nichts anderes als jede andere Beziehung auch. Man bekommt heraus, was man investiert hat. Merkt ihr das? Mann, was für eine üble Scheiße. Wie kommt Sally in mein verdammtes Scheißbett? Und was war das für ein Monster im Hausflur? Oh, fick mich seitwärts. Ich muss unbedingt mit Matt reden und alles klarstellen. Ich glaube nicht, mein Junge. Ich glaube nicht. Denn da los? Fick mich seitwärts. Das habe ich auch nicht gehört. Oh Gott, ist die jetzt heute mal auf? Schloss. Nee, ist nicht. Warum hängt denn da ein Handschuh? Ich komm nicht ran. Ein Handschuh. Alter, wie krass. Was geht denn da? Das Ding sollte ich mir patentieren lassen. Ist echt cool. Ja, die Stange, ne? Die ist echt super. Ich weiß nicht, was wir jetzt machen hier, aber... Ich bin wirklich gespannt. Hier kommen immer mehr Risse rein. Kann das sein? Ich vermeide den Kunden. Okay, das ist immer noch eine Fremde. So, wir gehen mal... Wir gehen mal zu Matt. Was macht der beschissene Junge da? Was macht der Hotdog-Mann da? Ich geh zu Matt. Ich krieg sie nicht auf. Die ist abgeschlossen. Ich muss da rein, bevor es zu spät ist. Willst du mich verarschen? Ich hab hier noch nie angeklopft und ich fange jetzt ganz bestimmt nicht damit an. Klingel doch. Wo ist der denn? Ich krieg sie nicht auf. Hä? Was weiß denn ich? Da muss... Haben wir nicht noch die Visitenkarte? Klar. Shit, die Karte ist kaputt gegangen. Muss wohl anders hier reinkommen. Matt? Matt, bist du da? Hey, was soll das Geschrei? Wenn Sie nach Matt suchen, da sind Sie leider zu spät. Hä? Was soll denn das heißen? Der ist vor 5 Minuten weg. Der war völlig hinüber und meinte, er geht in die Bar weitersaufen. Dem ist nicht mehr zu helfen. Man soll Leute nicht an ihren Taten messen. An was denn dann? Naja, an ihrem Aussehen vielleicht. Okay, Matt ist weg. Ach du Heiliges, der ist in die Bar. Oh mein Gott, wir gucken mal, ob wir hier mit dem Schraubenzieher reinkommen. So einfach geht das. Was heißt, die Visitenkarte haben wir jetzt nicht mehr, oder was? Tatsächlich nicht. Das funktioniert auch nicht. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt hier rein müssen. Oder ob wir einfach weitergehen. Im Hammer rein. So einfach. Nicht? Ne, schade. Oder wir nehmen die Metrokarte. Das. Ja, gut. Okay, er ist also in die Bar. Die Bar. Ich laufe dem erstmal hinterher. Gucken wir uns dann gleich die anderen Leute an.
Ist der Alt hier hinten wieder? Nö. Kommen wir jetzt von hier aus kriegen. Ach, jetzt guckt man hier nicht mehr rein. Na gut. Oh, wir gehen straight zu Matt. Hä? Elaine? Scheiße, bist du das? Na, was glaubst du denn? Hallo? Mann, jetzt würde ich sogar Eintritt bezahlen. Wenn du anfangen willst, hier Scherze zu treiben, dafür bin ich nicht in Stimmung. Wieso sieht die denn jetzt so gut aus? Schlechten Tag gehabt? Kann ich was für dich tun? Sieht die irgendwie anders aus? Was meinst du, ein kleines Tänzchen? Nein, Randall, ich will kein kleines Tänzchen. Kann man nicht mal mit seiner Lieblingsbedienung tanzen? Übrigens, du siehst heute echt ultra scharf aus. Lass es, Randall! Und hör auf, so zu sabbern! Ich bin es so leid, deine Körperflüssigkeiten aufzuwischen. Aber echt. Entschuldigung, ich... War nur ein Witz, Blödmann. Wow. Momo hat sie auch. Jackpot. Was? Wie wär's mal mit dem Date? Ja, klar. Wie wär's denn mal mit dem Date? Ein Date? Mit wem? Irgendein Freund von dir? Ist er so witzig und zuvorkommend wie du? Ja, könnte man so sagen. Wie ist er denn so? Ich bin echt gespannt. Tja, du schaust ihm geradewegs ins Gesicht. Du und ich. Ein Date? Klar. Warum nicht? Du und ich. Wir beide? Klar. Wird sicher lustig. Lustig? Ich müsste so oft duschen wie Meryl Streep in Silkwood. Hey. Was? Was? Der war aber echt unter der Gürtellinie. Tut mir leid. Verzeihung. Du hast doch gerade gesagt, dass ich nett und lustig bin. Ach komm schon, Randall. Hast du schon mal was von Sarkasmus gehört? Du und ich zusammen? Bullshit. Du findest mich hässlich, stimmt's? Nein, das ist es nicht. Am Anfang dachte ich, du wärst eigentlich ganz niedlich. Aber als ich dann einen Blick in deine finstere Seele getan habe... Wie bitte? Na komm schon. Du bist Abfall. Das weißt du auch. Okay, du bist schlimmer als Abfall. Du bist wie radioaktive Schlacke. In deiner Nähe zu sein, könnte einen umbringen. Hey, alles was ist dein klar. Problem, Elaine? Was ist deins, Randy? Ich weiß von dir und Sally. Dein bester Freund ist am Boden zerstört und trotzdem versuchst du, mich hier anzumachen? Ich würde dir ans Gesicht spucken, aber mir bleibt echt die Spucke weg. Ja. Weißt du... Ich kenne Sally schon sehr lange und ich habe keine Ahnung, wie du sie rumgekriegt hast. Aber eines sollte dir klar sein. Du ruinierst Leuten das Leben. Ich weiß, verdammte Scheiße. Ich will's ja eben wieder gerade biegen. Tja, da bist du ziemlich scheiße drin. Wo ist Matt? Hast du Matt irgendwo gesehen? Leider habe ich das. Der ist schon eine Weile weg. Völlig fertig, der Ärmste. Immerhin war er noch an einem Stück. Das ist ein gutes Zeichen. Gutes Zeichen? Der war am Boden zerstört. Den habe ich noch nie so erlebt. Weil du ihn nicht nach X-Men 3 gesehen hast. Aber egal, das meinte ich doch gar nicht, als ich an einem Stück gesagt habe. Verstehe ich nicht. Egal. Hat er irgendwas gesagt? Tja, wir haben eine Weile geredet. Du bist nicht besonders gut weggekommen. Ja. Ja, immer die alte Leier. Das ist alles? Dein bester Freund hasst dich und mehr fällt dir dazu nicht ein? Ich versuch's doch wieder gerade zu biegen. Tja, du machst das nicht besonders gut. Ach, glaub mir, es könnte schlimmer sein. Immerhin hat er seine Küche heute noch nicht umdekoriert. Noch nicht. Was? Egal. Konzentrieren wir uns aufs Positive. Ach, es gibt was Positives. Du siehst absolut geil aus. Das ist doch was Positives. Ja, das hast du schon mal gesagt. Lass das bitte, ja? Okay, okay. Zurück zu Matt. Was war los? Tja, er hat alle 10 Minuten Pitcher Bier bestellt. Bis er ohnmächtig geworden ist. Dann hat er alle 5 Minuten Pitcher haben wollen. Danach hat er hier alles vollgekotzt und ist gegangen. Hat er gesagt, wo er hin wollte? Er hat so einiges gesagt, aber ich habe kein Wort verstanden. Er hat also gekotzt. Aber hier riecht's gar nicht nach Kotze. Sehr aufmerksam. Das hat er auf dem Klo erledigt. Auf dem Klo? Komisch. Das passt gar nicht zu ihm. Glaub mir, ich hab's gehört. Wenn 1000 Leute gleichzeitig am Kotzen sind, höre ich Matts Gewürge immer noch raus. Okay, also, wegen dieser anderen Sache. Du siehst heute echt super aus, Elaine. Also echt, echt super. Umwerfend. Die Leier schon wieder? Lass das bleiben. Ich kann nichts dafür. Ich meine, naja, ich muss mich noch um ein paar Sachen kümmern. Ich komme später noch mal vorbei, ja? Kann's kaum erwarten.
Ja, wie das so ist, ne?